11 ist die Folge dieser Nummer. Was? Und mir fällt keine... Was erzähle ich denn für einen Quatsch? 11 das ist die liegt Folge nur, dieser Nummer. Ja, alles genau, klar. Das liegt nur an dem Stein, der in unserem Rucksack liegt. Der macht mich ganz wuschig. Ja, ich dachte, das Loch im Stein. Das Loch im Stein macht mich auch wuschig, obwohl es die Form eines Schlüssels hat. In dieses Loch werden wir wahrscheinlich etwas reinlegen, nachdem wir an dem Wandbild gerochen haben und uns eine Vision erhaschte. Wenn das keinen Sinn für jemanden macht, der gerade neu eingeschaltet ist, bitte hört die 10 Folgen vorher von Aris, die wir schon produziert haben. Ja, dann lass uns mal einfach schnuppern, wa? Ja, lass schnuppern. Genau. Ich glaube, das gebe ich genauso ein. Schnupper-Bild. Nee, Wandbild. Wandbild. Ach, super. Ich rieche an den Wandbildern. Obwohl ich durch den Raumanzug nichts riechen kann, spüre ich den Hauch eines fremdartigen Geruchs. Mhm. Der Geruch wird immer stärker und ein Kribbeln entsteht in meiner Nase. Unaufhaltsam klettert es weiter bis in meinen Kopf. Ein pochender Schmerz breitet sich unter der Kopfhaut aus. Eklig. Er wird so stark, dass ich meine Augen schließen muss. Umblättern. Okay. Jetzt kommen diese komischen Namen wieder. Arthur. Versorgungsturm unten. Finde ich. Und wir sind übrigens besessen. Ah ja, stimmt. Die Sauerstoffanzeige ist wieder weg, ne? Und wir sind besessen. Wow. Ja, kommt mal vor, nicht? Im besten Fall. Kann sein. Ich befinde mich im nördlichsten Versorgungsturm der Baustelle des großen Palasts. Der Turm wird nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abgebaut werden. Immer dieses Werden am Ende des Satzes. Eine Spindeltreppe schraubt sich spiralförmig nach oben und ein kleiner Durchgang führt nach Süden hinaus auf das Baugelände. Okay. Mhm. Ich erschrecke, denn ein Wesen steht plötzlich sehr nahe vor mir. Es beugt sich zu mir und wieder verstehe ich seine fremden Worte, als wären es meine eigenen. Nehmt den Steinmeister. Er ist perfekt geworden. Niemand wird den Unterschied merken, nicht einmal der Gebieter. Bis ihr endlich die Macht erlangt habt, die euch zusteht. Okay. Ein diabolisches Grinsen umspielt seine Gesichtszüge. Geht jetzt, Meister. Er drückt mir einen schweren Gegenstand in die Hand und verschwindet in der Nacht. Ich bin allein. Aha. Oh, gut. Nicht? Nö, schön, jetzt haben wir einen kleinen. Noch einen. Eine Spindeltreppe schraubt sich spiralförmig nach oben und ein kleiner Durchgang führt nach Süden. Okay, also wir können nach oben, nach Süden gehen. Aber erstmal Spindeltreppe angucken. Und der Süden ist eine hinaus auf das Baugelände. Okay, ja. Steinern und massiv windet sich die Treppe nach oben. Hm, gut. Dann, warte mal, ich schaue mal in mein Inventar. Wir haben das Replik eines Steines, also die Kopie. Ja. Dann die Vision, ein enges schwarzes Gewand, eine Fiole, in der scheinbar Gift ist, ne? Das ist so irgendwie eingeruckt. Ja, genau, das macht Sinn. Und wir haben, ich habe mir den Durchgang angeschaut und er sagt, ich sehe nichts Unerwartetes in dieser Richtung. Okay, wir haben einen Stein, die Vision. Schaue. Also ich gehe ja mal davon aus, dass wir die Spindeltreppe nach oben müssen, ne? Oder? Würde ich mal sagen. In der Fiole sehe ich Gift. Wow. Wollen wir die trinken? Gut, dann hat das auch gleich ein Ende, ja. Gluck, gluck, gluck. Nee, vielleicht sind wir, nicht vom Gift affektiert. Mm, ja, ja. Gut. So ist das meistens, gell? Famous last words. Nö, das geht schon. Nee, okay. Also lass uns mal nur fielen, wa? Nach oben, genau. Ja. Gehe nach oben. Also, genau, jetzt sind wir auf der obersten Plattform dieses Versorgungsturms. Oh, sicherlich gute Aussicht hier. Ja, da fehlt aber ein R bei Plattform. Die oberste Ebene des Turms ist eine breite Plattform. Ja. Mit einem guten Blick über die Baustelle. Ein langer Transportarm ragt weit über den Rand der Plattform hinaus. Weg führt über die Spindeltreppe zurück nach unten. Da können wir vielleicht so Bungee-Jumping runter machen. Hier, Bungee-Jumping. Nicht? Schau. Ich weiß nicht. Trans ist, glaube ich, auf dem Mars immer echt scheiße mit der Schwerkraft. Ja, da schwebt man ja nach oben. Ne? Schau Transportarm an. Der Transportarm wird benutzt, um schweres Material auf die Baustelle zu transportieren. An dem Mechanismus sind ein großes Holz, okay, und ein kleiner Bolzen angebracht. Der Arm reicht gerade bis an die im Norden gelegene
Palastterrasse, wo tagsüber weitergebaut wird. Im Moment ist er sehr leicht nach Osten abgedreht. Ach, man kann ja wahrscheinlich hin und her drehen, dann irgendwie runterspringen oder so. Ich habe mir schon mal die Baustelle angeguckt und dort steht, die Baustelle liegt leer und verlassen da. So. Okay. Okay, schau, warte mal. Bolzen. Schau Bolzen Holzraum, an. Ja. Der Bolzen wird das wahrscheinlich festhalten. Ein kleiner Bolzen aus Bronze, direkt unter dem Holzrad angebracht. Er ist im Augenblick herausgezogen. Mhm. Okay, dann schau. Ein großes Holz. Rad aus Holz, verbunden mit dem langen Transportarm. Okay, wollen wir das mal drehen? Ja, von mir aus. Weil ich glaube nämlich, der Bolzen, den muss man reinschieben und damit verkantet der bestimmt das Holzrad. Das wäre für mich auch logisch. Drehrad. Ich bewege das Rad. Es scheint sich nach rechts oder links drehen zu lassen. Okay. Ja, wohin denn? Also warte mal, im Moment ist er leicht nach Osten gedreht, genau, also der Arm. Nach rechts. Der Transportarm. Aber hier, es scheint sich nach rechts oder links drehen zu lassen. Also man kann ja anscheinend noch weiter drehen. Naja, du kannst halt den Arm wahrscheinlich 360 Grad drehen. Du, weiß ich nicht. Naja, also ansonsten wäre es ja wohl kein Kran oder so. Ja, lass uns einfach mal den Mars läuft. Okay, Drehrad nach rechts. So, dann würde es, warte mal, nach rechts drehen würde bedeuten Süden. Nach Westen steht hier. Don't ask. Ich drehe das Rad etwas nach rechts. Der Transportarm schwenkt nach Westen. Nach Westen. Okay, wenn ich jetzt, also er hat sich quasi um 180 Grad gedreht, richtig? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich, wenn es vorher nach Osten gedreht war, dann ist es jetzt nach Westen 180 Grad, also genau auf der anderen Seite. So. Wir müssen ein paar Mal drehen, bis wir verstehen, wie es funktioniert. Okay, ja. Ich drehe jetzt nochmal das Rad nach rechts. Das heißt, theoretisch müsste es ja wieder nach Osten stehen. Ja, siehst du, es geht immer noch nach Westen. Okay, so, immer nach Westen. Mach es mal nach links. Okay. Der Transportarm schwenkt nach Osten. Und wenn ich es jetzt nochmal nach links mache, steht wieder nach Osten da. Okay, also es gibt genau zwei Stellen. Westen und Osten. Okay, das macht die Sache einfacher. Was auch immer wir damit so machen sollen. Gut, wahrscheinlich müssen wir dann irgendwann den Bolzen einrasten, wenn wir wissen, was wir hier wollen. Okay, also würde ich sagen, gehen wir nur nach unten, oder? Genau. Okay, und dann nach Süden. Durchgang. Oder? Durch den Durchgang. Genau, nach Süden. Okay. Aha. Ich will nicht gehen, mein Verlangen ist zu groß. Was? Mhm. Ist klar. Okay. What? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Ja, genau. Okay, wir sind also jetzt hier. Wir haben also einen Transportarm, den wir drehen können. Ja. Dann haben wir diesen Stein. Und wir haben eine Vision. Ich schau mal die Vision. Okay, das ist eine gute Idee. Schau, wie sie. Es ist nur eine Vision. Steht da. Okay. Also wir haben diese Giftfiole. Ja. Den Stein und einen Transportarm. Ja. Das Gift werden wir ja wohl unwahrscheinlich selber trinken wollen. Wir könnten das von oben so runterträufeln lassen und vielleicht sitzt unten irgend so ein Heinz mit einer Kaffeetasse und dann schöpfen wir das von oben rein. Okay, warte mal. Schau Stein an. Stimmt, ich nehme ja an, dass es die ganze Zeit der gleiche Stein ist, mit dem wir vorhin gespielt haben, aber muss ja nicht sein. So etwas kann ich hier nicht sehen. Was? Okay. Schau Replik an. Oh Mann. Aber des Steins steht da, also ein Replik des Steins, also ich nehme an. Sie ist perfekt nachgemacht, ihre Oberfläche ist glatt und makellos und sie glimmt schwach in wechselnden Farben. Wieso denn sie? Ach so, die Replik, okay, ja. Okay. Ja. Gut, wollen wir den Stein vielleicht mal runterwerfen oder so? Wirf Stein auf Baustelle. So etwas kann ich hier nicht sehen. Ach so, wirf Replik vielleicht. Witzlos. Gut. Ja, weiß ich auch nicht, was ich hier machen soll. Leg Replik auf Arm. Achso, auf Transportarm. Ich lege die Replik des Steins auf nichts, steht bei mir. Hä? Ja. Heißt es jetzt, er macht's nicht oder er hat's auf nichts gelegt? Er hat's hingelegt, also, weil ich habe ihn nicht mehr im... Tatsächlich, ich hab ihn auch nicht mehr. Warte mal. Okay. Schau... irgendwie bin ich gerade komplett durcheinander. Schau dich um. Auf dem langen Transportarm ist eine Replik des Steins. Okay, okay. Also er hat es da hingelegt. Er ist einfach bloß komisch. Du hast irgendwie einen Fehler im Text. Oh, und jetzt? Wollen wir den Transportarm wedeln? Oder was? Oder wie? Oder, hä?
Ist echt ein bisschen doof, weil wir wissen echt nicht, was das für ein Also ich nehme mir das gerade so vor, dass man jetzt von dieser Baustelle diesen Stein da oben sieht und vielleicht da magisch irgendwie angezogen wird, weil der so über einem thront oder so. Okay. Ja, okay, dann lass uns doch mal Drehrad nach rechts. Also dann wieder nach Westen, ne? Ja. Ich drehe das Rad etwas nach rechts, der Transportarm schwenkt nach Westen. Sehr gut. Okay, ich warte mal, die Zeit verstreicht, aber ne, nix. Vielleicht müssen wir es noch bolzifizieren. Okay, also was drücke? Bolzen, oder? Ja. Ich drücke den Bolzen hinein, er rastet hörbar ein. Okay, dann Drehrad nach links, oder? Ja, mal gucken. Das Rad bewegt sich keinen Millimeter. Okay. Ja, das war ja zu erwarten. Können wir den Bolzen nehmen? Den Bolzen kann man nicht mitnehmen. Okay. Mein Verlangen ist zu groß, hat er gesagt. Verstehe ich nicht. Okay, vielleicht müssen wir uns wirklich opfern. Also, weißt du, vielleicht müssen wir den Stall dahin und jetzt müssen wir das Gift trinken. Ich trinke einfach mal das Gift. Pass auf. Okay, trink Gift. Ich will jetzt unter keinen Umständen tief schlafen. Tief schlafen. Aha. Keine Ahnung. Also, das macht doch alles irgendwie überhaupt keinen Sinn. Oder wir haben irgendwas gelesen. Das ist halt eine Vision. Die sind ja immer ein bisschen komisch, ne? Okay, also Moment, wir haben wohl vorhin was gerochen, richtig? Ja, genau. Dem Bild, um hierher zu kommen. Okay, pass auf, riech an Gift vielleicht. Vielleicht müssen wir es nur betören. Ich rieche nichts Unerwartetes. Okay. Ja. Riech an Replik. Oder am Gewand. Riech an. Das Gewand haben wir noch gar nicht angeguckt, ne? Stimmt. Genau, wir müssen das Gewand mal angucken. Das hat der letzte Mal schon Hinweise gegeben. Ah, stimmt. Schau Gewand an, ja. Das Gewand liegt eng an meinem Körper an und verhüllt meine Gesichtszüge. Es ist schwarz wie die Nacht. Lege Gewand ab. Zieh Gewand aus. Ich würde mich verraten. Das würde mich verraten. Oder das, Entschuldigung. Das würde mich verraten, okay. Wir sind also ein Spion. Ja. Vielleicht müssen wir Gift auf den Stein träufeln. Meinst du? Weiß ich nicht. Warte mal. Wir können ja jetzt mal nimm Replik. Weil dann wissen wir ja schon mal, dass wahrscheinlich, wenn das jetzt nicht geht, dass im Osten die Stellung, dass wir da rankommen. Also bei mir sagt er, geht klar. Verdammt, bei mir auch. Okay. Also im Moment machen die Ost- und Weststellung da dieses Transportarms überhaupt keinen Sinn, weil wir kommen von beiden Stellungen ran und irgendwie... Ja. Okay, also was hast du gesagt? Ja, dieses Gift auf den Stein machen. Ja, weiß ich nicht. Tropf Gift auf Replik, ne? Replik. Ja, also Tropf kennt er nicht. Okay. Gib Gift auf Stein. Auf Replik. So etwas kann ich ja nicht sehen. Okay. Kippe. Gift auf Replik. Okay, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Was soll das denn? Also, weiß ich nicht. Ich meine, wir können mit unserem engen Gewand vielleicht runterspringen und durch den Luftdruck-Dings irgendwas so fallschirmmäßig oder was? Ja, dann brauchen wir den Transportarm immer noch nicht. Ja. Oder warte, können wir uns vielleicht auf den Transportarm... Ja, meine ich ja. Stell dich auf Transportarm. Ich stelle mich auf den langen Transportarm. So, und jetzt? Jetzt können wir das Replik erstmal wieder nehmen, oder? Was, irgendwie... Nee, haben wir ja schon. Was? Nee. Und jetzt vielleicht das Gift trinken, damit wir runterfallen. Ah doch, der Replik. Hä? Wann haben wir denn den Stein genommen? Haben wir den schon? Eben hast du doch getestet, ob es geht. Und... Nee, also das Gift können wir jetzt auch nicht trinken. Okay, schau runter. Ich sehe nichts Unerwartetes in diese Richtung. Gut. Springen. Springen wäre hier vollkommen unangebracht. Okay. Vielleicht sollen wir was rufen. Weißt du, so wie... Jawohl, das macht keinen Sinn. Wir wollen ja unentdeckt bleiben. Mein Rufen war halt ungehört, sagt er. Trink Gift. Nee, es geht nicht. Ja, er will unter keinen Umständen tief schlafen. Warte mal, kommen wir jetzt an das Ding ran? Drehrad nach... Verdammt, in welcher Position steht denn das jetzt? Ich glaube, wir müssen nach rechts drehen. Nach rechts.
Das Rad bewegt sich keine Millimeter. Achso, ja. Okay, ja. Zieh Bolzen heraus. Was? Ja, von hier aus kann er das natürlich nicht machen, weil wir hier auf dem Arm stehen. Also, wohin müssen wir jetzt gehen? Was soll ich denn jetzt eingeben? Moment. Geh zurück, oder was? Warte mal. Auf dem langen Transportarm. Die oberste Ebene des Turms ist eine breite Plattform mit einem guten Blick über die Baustelle. Ein langer Transportarm ragt weit über den Rand der Plattform hinaus. Von meiner Position auf dem Transportarm aus ist die Terrasse des Palasts etwas weiter nördlich in greifbarer Nähe. Ah. Also nach Norden. Was? Ach ja. So. Okay. Über den Arm wir sind klettern wir in... einfach rüber. Ach, wir sind ja auch bescheuert. Ich habe mir das so freistehend vorgestellt. Ja, ich auch. Oh Gott, wir, okay. Simon, wir brauchen Bilder. Ja, jetzt. Ich klettere bis an die äußerste Spitze des Transportarms und gleite lautlos auf die Palastterrasse hinunter. Der erste Teil meines Plans ist erfolgreich verlaufen. Dat Nigota, Palastterrasse. Die Palastterrasse befindet sich in schwindelerregender Höhe über der Stadt. Im Rücken liegt der Berg, der der Stadt und dem Palast von dieser Seite natürlichen Schutz bietet. Der Blick von hier oben über die Stadt ist überwältigend. Der Gebieter betritt die Terrasse regelmäßig, um sich dem Volke zu zeigen. Über mir erstreckt sich der weite Sternenhimmel. Nördlich von hier befindet sich das Privatgemach des Gebieters. Mhm. Ist er nicht schon gefressen worden? Ja, gut, vielleicht neuer Gebieter. Ich wollte gerade sagen, irgendwie also, demokratische Bahn. Gehen wir der Reihe nach durch und schauen uns den Berg an. Mhm. Der Berg flankiert den südlichen Teil der Stadt mit dem Palast und dem Tempelbezirk und bietet der alten Stadt Schutz von dieser Seite. Das ist schön. Guter Berg. Hast du gut gemacht. Der Palast ist der Götter würdig. Kein anderes Wort kann die Wirkung besser beschreiben. Der hintere Teil des Palasts ist direkt in den Berg hineingebaut. Hoch, gewaltig und unbezwingbar ragen seine Mauern auf. Nur wenigen ist der Zutritt gestattet. Ja, außer okay. Nehmen halt den Transportarm. Ja, genau. Aber das ist gut erklärt, denn sie haben ja vorher gesagt, dass dieser ganze Versorgungsturm wirklich nur temporär da ist. Ja, der genau, ist ja nicht dauernd da. Ja. So, ich habe mir die Stadt angeschaut. Vereinzelt sind Lichter in den Häusern zu sehen. Die Straßen sind leer und die Stadt liegt in tiefem Schlaf. Feuer brennen auf den Kronen der Wachtürme und Lichter bewegen sich langsam auf den Schutzmauern hin und her. Die Wachen schlafen niemals. Hm. Okay. Dann schauen wir nach dem Sternenhimmel, oder? Okay. Also ich glaube, die Schutzmauern und die Wachtürme, Lichter und Häuser brauchen wir nicht anschauen, oder? Ah, okay, erstmal Sternenhimmel. Also, schau, Sternen. Unendlich weit und unerreichbar erstreckt sich die nördliche Hemisphäre des Mars über mir. Hell leuchtet der Sotis-Stern am Firmament. Wenn uns jemand zuhört, der Ahnung von Astrologie hat und Astronomie, der kann uns gerne sagen, ob es diesen Stern wirklich gibt. Oder einfach weghören, wenn wir es falsch aussprechen. Genau. Ja, okay. Also, ja, ist relativ langweilig. Wollen wir den Typen vergiften? Ja, nach Norden. Mhm. Privatgemach. Das Gemach ist ein karg möblierter Raum, steinig und kühl, abgeschirmt von der Außenwelt. Was? Da kommt noch was. Wo? Ein Sätzchen darüber. Lautlos schleiche ich in das Privatgemach des Gebieters. Meine Nerven sind zum Zerreißen angespannt. Gespannt. Ja. Okay, also, wir sind jetzt in diesem karg möblierten Raum, steinig und kühl, abgeschirmt von der Außenwelt. Die private Kammer liegt im Norden, eine Treppe im Osten und die Terrasse im Süden. Okay, Süden kommen wir her, Treppe im Osten, Kammer im Norden, okay. Der Gebieter liegt in seinem Bett und schläft den leichten Schlaf der Mächtigen. Hm. Okay, das heißt, wir sollten jetzt nicht nach Norden gehen, sondern vielleicht die Treppe im Osten nehmen. Genau, weil wir finden bestimmt die Küche. Hm. Und da sind seine Cornflakes. Hm. Ne? Und da machen wir das Gift rein. Ja, nee, das so ist machen gut. Wir das, oder? Was mich nur wundert ist, woher weiß der jetzt? Also wir sind doch schon in diesem Privatgemach, ne? Mhm. Warum können wir den Typ jetzt nicht gleich umhauen? Ja, weil wir müssen das subtiler machen. Okay, pass auf. Guck mal, wir haben so dünne Knochen, wir können nicht hauen. Gebieter an. Jetzt, wo ich in das Privatgemach eingedrungen bin, hat der Gebieter viel von seiner Macht und Autorität verloren. Vor mir liegt ein einfaches Wesen.
Der Gebieter trägt einen Metallring mit einem silbernen Schlüssel um das Handgelenk. Das brauchen wir. Er liegt auf dem Rücken, das Handgelenk mit dem Metallring ist unter seinem Körper eingeklemmt. Ich will nicht wissen, wo seine Hand gerade ist. So, und jetzt? Müssen wir umdrehen. Nee, wir gehen... Können wir denn nicht das Gift in den Mund... Ach nee, warte. Der liegt auf dem... Doch, er liegt auf dem Rücken. Das ist aber unangenehm, wenn seine Hand jetzt unter, drunter so... Also, wollen wir nicht das Gift einfach in seinen Mund kippen? Ja. Vergifte Gebieter. Nee, das kennt er nicht. Okay. Gieße Gift in Gebieter. Ja, nee, lass uns mal nach Osten gehen, glaube ich. Ich will erstmal gucken, was wir noch so haben. Vielleicht wird es dann logisch. Wir können auch noch das Bett angucken. Okay, lass uns schauen. Ein einfaches Bett aus Holz. Ach, guck, der Herr Gebieter hat nur ein einfaches Bett aus Holz. Sympathischer Gebieter, muss ich sagen. Dass du sich nicht hier die besten, was weiß ich was, Elfenbeinbetten holt und das Volk schläft. Ja gut, du weißt nicht, worauf das Volk schläft. Im Dung. Wenn das im Stehen schläft, ist ein Bett schon aus Holz schon cool. Lass uns mal nach Osten gehen. Stehenschlaf. Okay, er sagt, okay, ich würde höchstwahrscheinlich den Wachen in die Arme laufen. Warte mal, ich schaue mir mal das Gift an. Vielleicht sagt er da irgendwas. Schau Gift an. Das Gift der Tiates-Schlange. Es lässt das Opfer in eine lange Tiefschlafphase fallen. Ah. Ja, der schläft doch schon. Okay. Wie auch immer, ich würde vorschlagen, wir beschäftigen uns mit dem Thema des Vergiftens und wie wir das dem Herrscher einflößen in der nächsten Folge. Okay. Denn da werden wir sicherlich ganz neue, tolle Ideen haben. Da kannst du nur hoffen. Ja. Wir sind hier gerade in dem Fluss, sag ich mal. Echt? Genau. Und nächste Folge fließt hoffentlich das Gift in den Gebieter und dann weiß ich nicht, was dann passiert. Dann nehmen wir eben seinen Schlüssel weg. Von mir aus können wir dir noch eins überziehen. Aber das geht nicht. Stimmt, vielleicht müssen wir diese Fiole mit Gift nicht irgendwie ausleeren, sondern einfach über ihn einfach draufhauen. Das fände ich gut. Aber das werden wir in der nächsten Folge feststellen. Alles klärchen. Dann sehen wir uns dann. Was? Jo. Tschüss.